Willkommen zu einer weiteren Folge Omega Crafter. Das war wirklich knapp. Da hätte die Folge jetzt fast geendet. Hätte ich einen Baum auf den Kopf bekommen. Gut, was haben wir vor? Ich möchte jetzt ein bisschen umbauen. Und zwar werde ich diese ganzen Verarbeitungsbänke, die hier stehen, ich will das Ganze hier hinstellen. Hier oder auf die andere Seite muss ich mal gucken. Sodass die Kiste mit dem Holz, wo die beiden das einlagern, irgendwo hier steht. Das heißt, dass sie kürzere Wege haben. Ich denke mal, das ist schon gar nicht schlecht. Das ist ein bisschen optimierter, das Ganze. Ja, die müssen mal ziemlich weit latschen. Und dann kriegen die beiden das natürlich sehr schnell weggearbeitet. Ich hoffe, dass das ein bisschen Effekt hat. So, dann brauchen wir natürlich erstmal ein paar Kacheln. Mache ich das auf die Seite? Ja, guck mal, hier kann ich... Kann man hier eigentlich weiterbauen? Ich glaube, ja. So, wir machen erstmal hier die Fläche mit Kacheln voll. Und ich glaube, das sollte auch schon reichen. So, die beiden stoppe ich erstmal. Nicht, dass es da irgendwie zu Problemen führt. Die stoppe ich auch erstmal. Und dann möchte ich die Bank einmal umstellen. Neu positionieren, genau. So, dann kann die meinetwegen... sagen wir mal hier hin. So. Ich muss hier echt aufpassen. Ich werde hier sonst erschlagen von irgendwelchen Bäumen. Und das Ding zieht auch mal um. Ich will das gerade hinstellen, Junge. Stell das gerade hin. Naja, gut. Obwohl ist, glaube ich... Das steht so ein bisschen schief. So, die Kiste. Mit Rinde. Die kommt dann einmal dahin. Das müsste ja die Rindenwerkbank sein, wenn das alles jetzt bestehen bleibt. Ich weiß nicht. Na, Eumel, du stehst aber wirklich gut. Das ist aber wirklich eine gute Idee. So. Verarbeitungsbank. Muss ich gleich mal gucken. Ah, ich denke mal schon. Obwohl, ist, glaube ich, egal sogar, ne? So, und die Pfeile, die kommen hier einmal hin. Kommen auf die Seite. So, und dann kommt die Kiste mit dem Holz. Nämlich, ja, wir essen erstmal eine Beere. So, positionieren, jetzt sind die mal ganz kurz verwirrt. Wobei, wenn ich schnell mache, nicht. Ja, hier so hin, ne? Zack. Dann müsste das schon besser sein. So, die beiden lasse ich jetzt wieder arbeiten. So, starte mal wieder. Ich hoffe, die laufen dann an den richtigen Ort. Der holt sich da Holz, packt das dahin, genau. Ja, und der macht die Pfeile. Das sollte besser sein. Gut, mehr Bäume wären, glaube ich, auch noch ganz gut. Und dazu hole ich mir ein bisschen Holz. Ich mache es aber, ich mache mir das Holz selber fertig. Da muss ich da nicht das von den Jungs wegnehmen. Eumel, bist du eigentlich noch aktiv? Nee. So. Machen wir Eumel mal wieder scharf. Der kloppt jetzt mit Holz ab. Sehr gut. Dann holen wir uns ein bisschen Holz, machen noch ein paar Wege und bauen noch ein bisschen Erde an. Dass da einfach mehr Holz zusammenkommt. Und dann würde ich ganz gerne, ja, gleich morgen früh, einfach mal in eine Richtung straight laufen und gucken, ob wir irgendwas Neues entdecken. Neue Biome, ob es sowas gibt. Ich meine gelesen zu haben, ja, aber ich möchte das gerne mal herausfinden. Und ob wir vielleicht irgendwelche Erze finden, die wir verarbeiten können. Kupfer oder Eisen oder was weiß ich. Oh, da haben wir aber schon drauf rumgekloppt an dem Zeug. Der fiel jetzt aber ziemlich schnell um. Das würde ich ganz gerne mal machen. Oh, den Pilz nehme ich aber mit. Und vor allen Dingen müsste ich ja auch mal Saaten irgendwie finden. Karotten, Kürbis, solche Sachen. Dass ich die auch anbauen kann. Denn diese ganzen Beeren und was habe ich noch? Ja, Beeren und Pilze, die kannst du halt nicht anbauen. Ja, komm, das hauen wir noch weg, Eumel. Aber dann ist auch wirklich gut. Dann ist auch wirklich gut. So, hast du mal eine Pause verdient. Dann muss ich manuell erstmal stoppen, weil sonst hört er nicht auf. Ja, herrlich, herrlich. So, wie sieht's denn hier aus? Sammelt sich da wenigstens ein bisschen Holz an? Ja, schon. Doch, doch. Okay, dann machen wir nochmal... Wie viel Holz habe ich? 'Genau, bis hierhin muss ich. Ja, machen wir erstmal zwei Reihen Bäume nochmal dazu. So. Nee, so geht's nicht. Schade. Okay, Erde. Ja, dann werden die ja auch noch Bäume anpflanzen. Haben die eigentlich noch Saaten? Ich glaube, ja. Ja, 8 Saaten haben die noch, aber ich habe bestimmt auch noch welche. Ja, klar. So. Dann habt ihr auf jeden Fall genug.
Und dann bauen die auch noch schön an. Oder? Oder? Macht ihr? Die sind so mit Holzkloppen beschäftigt. Ja, okay. Werden sie schon irgendwann machen. Oder ich mach das. Kann ich das eigentlich auch? Müsste ja eigentlich gehen, oder? Du kannst Baumsamen nicht benutzen. Ah, ich kann die nicht benutzen. Okay. Na gut. Dann packe ich sie wieder rein. So. Was ich auch mal ausprobieren wollte, ob ich in so eine Kiste nicht auf was anderes packen kann, oder geht das gar nicht? Nee, das geht wirklich nicht. Da kann nur das eine rein, was da drin ist. Ah, dann muss ich mir wirklich mal eine Kiste mit Holzbrettern machen. Ich werde mir mal kurz eine eigene Werkbank herstellen. Werde ich nicht, weil mir ein Stück Holz fehlt. Ah, ich muss langsam ziemlich weit laufen für Holz. Oh. Da kommt ja noch einer. Was ist denn hier los? So, jetzt aber mal gut. Jetzt aber mal gut. Jetzt aber mal. Ne? So, dann stellen wir mal Eumel wieder scharf. Und holen wir ein bisschen Holz. Und dann werde ich mir ein paar Bretter machen. Das müsste ja eigentlich gehen. Eumel. Danke. Das ist nett. Dass du dann auch mal kommst. So, wo gehst du hin? Natürlich. Den größten Baum sucht er sich aus. Ja, ich könnte jetzt auch Buffood essen, aber möchte ich jetzt gerade nicht. Das hebe ich mir dann eher auf, wenn ich mal wirklich unterwegs bin. Die Wirkung von roter Beere läuft ab, ich weiß. Ja, mit der Keule geht es schon echt spürbar besser. So. Ja, komm, ein paar holen wir noch. Ich brauche ja auch noch Holz für die Bäume. Für die Bretter. Eumel ist heute irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, der ist so ein bisschen lahmarschig heute. Jetzt geht's wieder. Zack, 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 das nehmen wir noch mit. Ja, den nehmen wir noch mit und dann gehe ich mal zurück. So, komm, hast Feierabend. Dann gehen wir einmal zurück. Und schau mal, ob wir die Bretter zusammenkriegen, weil es gibt auch Kisten, wo man diverse Sachen reinpacken kann. Die natürlich eigentlich auch genutzt werden kann von den, wie heißen die eigentlich? Wie heißen die eigentlich? Grimme? Grimmis oder wieso? Ich sag ja mal Eumel. Ist eine Transportkiste oder kann ich hier verschiedene Sachen reinpacken? Oh, das ist aber auch sehr gut. Aber was heißt Trans... Ich benutze sie einmal. Also die muss ich mitnehmen. Die Pilze, ja, da könnte ich mir eigentlich mal... Ja gut, das kann weg. Eigentlich müsste ich mir mal so ein bisschen Buffood machen. Das. Warte mal, könnte ich mir nicht eine zweite Kochstation machen? Ein Kochtopf. Ja, könnte ich. Machen wir dann gleich. Am besten wäre auch ein dritter, aber... Machen wir das Holz, musst du mitnehmen. Ein dritter, da brauche ich glaube, ich brauche 10 Knochen. Und die habe ich nicht. Zack, die Dinger werden wir später eh brauchen. Ja, und der Teil greift nur auf den zu, ne? Ja. Wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn nochmal das Holz? Verbesserung, genau. So, dann geht halt alles ein bisschen flotter. Du machst mal hier Fleisch und du machst mal die gegrillten Pilze. Genau, und wir gehen mal ins Bettchen. Gute Nacht. Ja, die müssen durchballern. Die müssen richtig Gas geben, die ganze Nacht durch. Ja, tut mir wirklich leid, aber es ist besser als ein Palworld, ne? Hier wird keiner geschlagen. Die machen das so semi-freiwillig. Ja, noch einmal rein da und dann gehen wir mal los. Ist die Frage, in welche Richtung? Ist, glaube ich, ziemlich egal. Vielleicht einmal gerade. Habe ich eigentlich einen Kompass ja da? Wenn ich einmal sage, straight Richtung Norden und mal gucken, was uns da erwartet. Ich glaube, das wäre ganz gut. So. Ja, eigentlich bräuchte ich noch ein Kochding für... Ach, kann ich sogar. Ja, das ist ja richtig gut. Dann machen wir das. Da habe ich gar nicht drauf geguckt. Das reicht, glaube ich, sogar noch einmal für... Warte. Ja klar, hier, komm mal rein damit. Los geht's. Und dann machen wir hier schön... Da. Und das könnten wir alles machen. Kohl. Ausdauerfleisch. Was da denn?
Und Banane. Also irgendwie, auf jeden Fall kann ich ja diverse Sachen finden noch. Die ich anbauen kann. Das ist halt so schon wesentlich einfacher, ne? Und irgendwann machen die das... Die Grimmis? Ah, die Eumel halt. Die machen das immer... Ja, guck mal, sammelt sich jetzt an hier. Sehr gut. Und die haben immer Action hier. Dann nehmen wir auch mal die Pfeile mit. Ich habe nämlich nur noch einen sich gerade. Das trifft sich sehr gut. Ach, herrlich. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So, die Beeren müssen gleich alle sein, ne? Ach, na, ein bisschen kann ich noch. So lange machen wir noch. Und ich pack dann mal... Ja, alles, was ich nicht brauche, hier rein. Alles in Transportkapsel. Vielleicht ist das so, wenn du so eine Transportkapsel woanders hinstellst, dass du auf die Sachen alle zugreifen kannst. Weil die kann ich ja theoretisch bauen, brauche aber dafür Transportkapseln, was irgendwie ein bisschen komisch ist. So, das. Das ist mein Buff-Kram. Das packe ich mal hier rein. Die, was sind das? Das sind doch Samen. Und dann sortieren wir uns das hier unten einmal. Zack, zack. Und den Trank. Ja. Ja, dann mache ich noch einmal eine Runde. Weil ein Trank kann ich noch machen, glaube ich. Und dann haben wir erstmal genug. So, der Rest kommt weg. Wobei im Endeffekt, naja gut, den Stack fülle ich ja eh wieder auf. So, das bleibt mal alles hier. Kann man das, was ist das eigentlich? Ah, das sortiert er irgendwie, ne? Das, da wird er, glaube ich, austauschen. Ja, ja, so kann das losgehen. So kann das losgehen. Haben wir alles. Ich werde nochmal die restlichen Pfeile mitnehmen, die er jetzt gemacht hat. Und dann geht das ab. Was habe ich gesagt? Richtung Norden einfach, ne? Jo. Irgendwie baut hier keiner was an. Ich glaube, die kommen da gar nicht zu. Weil die permanent damit beschäftigt sind. Ja, die Pilze nehme ich gleich wieder mit. Sehr schön. Gleich schon den ersten Slot belegt. Ach man. So. Ja, ich werde mal was essen. Ja, guck mal, das erhöht nämlich schon meine Ausdauer enorm. Und ich kann die ganze Ecke länger sprinten. So, Eumel, jetzt schauen wir uns mal die Welt an. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was es so alles gibt. Wie weit bin ich denn schon gekommen? Achso, die Grenze sehe ich ja immer. Okay. Ja, okay. Das sehe ich auch oben auf der Karte. Das Dunkle. Das Grauen. Nein, da ist bestimmt gar nicht gefährlich. Aber ich glaube schon. Da geht's schon los. Erste Wildschwein. Wäre auch mal interessant, ob man Eumel irgendwie eine andere Waffe geben kann. Oder ob der immer mit Pfeil und Bogen kämpft. Das wäre wirklich sehr, sehr interessant. Wo man sagen kann, okay, der geht mal in Nahkampf. Und ich gehe mal hinten lang. Ich glaube, ich muss hier einmal rüber. Damit ich nicht den langen Weg machen muss. Hopp. Naja, gut, springen bringt ja nichts. Ich verliere dann ja auch Ausdauer. Du bist aber ganz schön langsam, Eumel. So, dann nehmen wir natürlich da oben die Dinger mit. Die Bits. Bitte ein Bit. Da oben ist auch noch eins, aber das hole ich jetzt nicht. Weil dann, wenn ich dann da oben rüber gucke, sehe ich wahrscheinlich wieder eins und komme hier gar nicht mehr weg. So, immer Richtung Norden. Hallo Wolf. Hallo Wolf. Komm mal her, Wolf. Komm mal her. Oh. Falsche Waffe. Nicht gut. Und weiter geht's. Oh, ich glaube, da vorne kommt was anderes. Oder täuscht das? Diese Berge da? Ich glaube, da kommt irgendwie sowas wie Wüste. Da vorne kommt ein Busch, den ich so noch nie gesehen habe. Das kann jetzt aber auch einfach nur Zufall sein. Ne, da kann ich nichts machen, schade. Ja, da kommt was Neues auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, das ist nicht heiß. Oh! Ach du grüne Neune, wer sind die denn? Und auch noch zwei, warum denn gleich zwei? Ja komm, wir versuchen mal. Versuchen mal unser Glück. Wenn ich auch noch treffe, dann, Dämonenkrieger. Ja, das Geile ist, der kommt natürlich einzeln. Na gut, ein ganzes Stück haben wir schon weg. Natürlich kommt er zu mir. Oh, hoppala, da gehe ich doch mal lieber weg. Ja, der ist ja gar nicht so schlimm.
Der sieht nur schlimm aus. Oh, der hat eine ganze Menge Backfragmente. Und ich habe Punkte bekommen. Ja, mehr Schaden kann ja nicht schaden, oder? Er auch. Boah, ich kann das nochmal. Geil. Mehr Schaden ist schon echt gut. Na komm her, mein Junge. Komm mal her. Komm mal. Oh, der hat was Tolles. Das ist ein Gärtner. Ich hab ihm Unrecht getan. Das ist ein... Ah. Aber er haut ganz schön rein, da muss man schon sagen. Yes. So, mein erster Kohl. Und Kohlsamen. Wie geil ist das? Jawohl, das hat sich ja schon mal gelohnt. Bam, 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 bam. Das nehmen wir alles mit. Irgendwie habe ich eben einen Hirsch gesehen, aber der haut natürlich ab. So, und weiter geht's. Das ist richtig gut. Hallo Hirsch. Ich glaube, ich kümmere mich gleich mal um dich Hirsch. Ich weiß nicht, ob ich noch Hirschhaut brauche, aber haben ist immer besser als brauchen. Jeder, der meinen Kanal länger verfolgt, weiß, dieser Spruch ist bei mir Programm. Oh ja, ich mache auf jeden Fall mehr Schaden. Das kann man schon mal sagen. Okay. Ui, hoi, hallo, oh, hier kommen aber ganz andere Sachen zum Vorschein. Alter, Schlangen? Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich den angreifen will. Wollen wir? Natürlich wollen wir Eumel. Komm, Eumel, den machen wir fertig, glaube ich. Oha, guck mal. Der verliert nicht viel Energie. Alter, das wird lustig. Ey, das ist ja wieder... Nein! Grüner Aasfresser, wer bist du denn, Junge? Für dich habe ich jetzt gar keine Zeit. Federn? Oh! Oh! Blocken. Ich bin ein Blogger. Ich muss weg. Alter, Junge, Junge, Junge. Blocken. Ich muss hier weg, glaube ich, gleich. Au. Mal was snacken wäre ganz gut. Kann ich ja nicht. Ja, du bist bereits satt. Das ist toll. Ich hole mir einfach mal die Kiste, ne? Ist in Ordnung, oder? Oh, was hat er da gehabt? Trüffel oder was? Kristallsplitter? Alter, wo schmeißt er das denn? Fernkampf ist ein bisschen besser. Jetzt kommt auch noch der... Was denn? Was bist du? Ein Hopsgoblin? Hopgoblin? Junge, du kommst gerade echt ungelegen. Also jeden Tag... Oder jeden anderen Tag hätte ich Zeit für dich, aber... Heute ist gerade ganz unpassend. Eumel ist gleich im Eimer. Nein, der haut mein Eumel kaputt. Und dann bin ich dran. Oh nein, Eumel. Ich glaube, du musst einmal weg. Du störst. Na, wir kriegen den kleinen. Wir kriegen die Steigkohle. Kriegen wir klein. Auch wenn er nicht so aussieht, aber wir kriegen ihn klein. Du bist so ein kleines... Der bleibt immer schön beim Steingolem, ne? Du bist ein richtiger... Richtiger Assi bist du, ey. Ich muss weg. Ah, nein. Ah, der Steingolem. Ja, Eumel, wie kann ich den wiederbeleben? Da unten, da läuft eine Zeit, unten läuft eine Zeit. Okay, diese Richtung, das ist gut, ich bin immer nach Norden gelaufen, ich weiß genau, wo ich hin muss. Boah, der ist nicht ohne. Ja, lassen wir das mal, vielleicht. Ich habe ja sein... Ja, alles weg. Den Inhalt aus seiner Kiste bekommen, das ist schon mal ganz gut. Der Steingolem, der robbt bestimmt richtig gute Sachen. Wir brauchen wohl mal bessere Waffen, bessere Rüstung. Ja, also ja, ich hätte ihn, glaube ich. Also ohne den, ich sag mal, ohne diesen Hobgoblin-Dingsbums. Wobei, so doll gestört hat er eigentlich gar nicht. Aber ich schieb's jetzt mal auf den. Der war schuld. Ohne den wäre es locker gegangen. Hätte ich ihn zweimal bekämpft, aber so. Ah, schwierig. Ich muss mir das ja schön reden, ne? Mann, Mann, Mann. Na gut. Aber gut, man braucht auch Herausforderungen. Das wäre ja schlimm, wenn ich hier einfach durchrushen würde. Man darf nicht vergessen, ich spiele auf Schwierigkeitsgrad normal. Da war der schon ganz ordentlich, finde ich. Man kann sich das auch auf sehr leicht stellen. Dann hat der bestimmt viel weniger Lebenspunkte und teilt auch weniger Schaden aus. Oder man macht sich das auf sehr schwer. Dann genau entgegengesetzt. Dann verhält sich das dazu halt antiproportional. So. Das nehmen wir gleich mal mit. So, in einer Minute ist mein Freund wieder da. Der Eumel, den hat es nämlich zerlegt, den Eumel. Uiuiuiuiui. Heftig. Heftiger. Heftiger Golem. Tü, tü, tü. Ist noch ganz schön weit, ne?
Ah, gut, ich kann das Kreuz schon sehen. Und der wird natürlich auch wieder volle Lebensenergie haben. Andere Pfeile wäre auch cool. Andere Pfeile wäre cool. Es juckt mich aber so ein bisschen in den Finger, das nochmal zu probieren. Also wenn ich immer auf Abstand... Also immer wenn er dieses Werfen macht, müsste ich einfach ganz woanders hin, weil dann wirft er auf mich drauf, also in meine Richtung, wo ich gerade stehe. Der müsste ich halt ein ganzes Stück nach vorne, ein ganzes Stück zurück. Naja, ansonsten auf Distanz bleiben, ne? Sonst hätte es mich jetzt eigentlich auch nicht zerlegt. Hallo Wolf. Oh, guck mal. Hat sich's doch gelohnt. Ich habe ein Fragment vergessen. Da ist wieder so ein Stinker. Die spawnen aber schnell nach, die Jungs. Alter, habe ich mich erschrocken. Mach das nie wieder. Ich dachte, oh Gott, wer taucht denn da jetzt auf? Ah. Ach, das ist ein Pilz. Alles klar. Das ist ein Pilz. Ja, dann machen wir den einmal fertig. Und dann schauen wir nochmal nach dem Goblin. Nach dem Goblin. Komm mal her, Minion. So, jetzt läuft er da vorne schon rum. Und, oh ja, genau. Und noch so eine Schlange da. Ja, der hat natürlich wieder voll Energie, ne? Bist du da, ja? Oh, nee, hat er nicht. Geil. Der braucht länger zum Regenerieren. Los, Eumel, mach ihn fertig. Oh, ich habe keine Ausdauer. Eumel, mach du ihn fertig. Okay, das ist... Ah, jetzt muss ich weg. Ich glaube, der hat auf Eumel geschmissen. Ich hoffe mal, der lässt sich die ganze Zeit hier kiten. Die Wirkung von Steak läuft ab. Alles läuft ab. Ah, der arme Eumel. Aber der hält ganz schön was aus, der Junge. Oh, jetzt weg. Ja, das galt auch nicht mehr. Also irgendwie macht Eumel wahrscheinlich gerade mehr Schaden. Ich denke mal, der wird immer auf den gehen, der am meisten Schaden macht, ne? Der erzeugt dann am meisten Agro. Ja, natürlich fühlt der Pilz sich jetzt angesprochen. Ey, Pilz, geh weg. Komm, mach deine Attacke. Und dann kriegst du eine rein und... Ja, genau. Und jetzt gerade, wo meine ganzen Buffs ablaufen. Ja, das war mir so klar. Ah! So, komm, jetzt. Der letzte Rest. Dann mache ich mit der Keule, mache ich das. Mache ich nicht. Jawohl. So, was droppst du? Oh, was ist das? Golemkern? Cool. Backfragmente und Kristallsplitter. Ich will jetzt nochmal zu der Schlange. Und für den Rückweg nutze ich einfach das Portal. Oh. Einfach rein, dann fertig ist. Also brauche ich jetzt nicht gucken. Oh, es wird dunkel, ich muss zurück. Nein, ist mir total Banane. Wie viele Pfeile habe ich? Nur 21. Ich glaube, mit 59 habe ich angefangen hier. So eine Schlange sollte jetzt eigentlich kein Thema sein, oder? Mal erstmal alles mitnehmen. Naja, auf jeden Fall nimmt sie mehr Schaden. Eine Königskobra. Ja, an dir ist gar nichts königlich. Der Golem war... Das war ein Königsgolem, war das. So, was hast du so? Lecker. Ah, Ausdauerfleisch. Das ist doch für das, was ich eben gesehen habe. Sehr gut. Lass mal hier rum. Dann holen wir uns ein bisschen Ausdauerfleisch für einen neuen Buff. Und das ist jetzt halt eben das Geile, ne? Pfeile werden jetzt die ganze Zeit produziert. Und wenn ich ankomme, habe ich wieder welche. Du musst das zu Hause nicht machen. Das finde ich ganz cool. Das ist ja oft so bei solchen, ja... Survival Games, dann bist du erstmal wieder dabei, eine ganze Zeit Stuff zu sammeln, eine ganze Zeit irgendwie Sachen zu produzieren. Und das wird hier für mich gemacht. Das finde ich ganz praktisch. Das spart mir viel Zeit. Das kommt so einem Content Creator schon wirklich sehr gelegen. Doch, doch. Das kann man nicht anders sagen. Immer ins Gesicht. Immer in die Visage. Na komm her, ich warte schon. Die Keule wartet schon auf dich. Aber ich glaube, du schaffst das gar nicht. Nee. Sehr gut. Richtig gut. Richtig gut. Gefällt mir richtig gut. Da oben hängt so ein Eumel. Ja, den lasse ich jetzt erstmal da, außer er kommt mir dumm. Aber das ist irgendwie ein anderer Eumel. Das ist ein anderer Eumel. Den holen wir uns mal. Hallo. Oh. Die Stachelschildkröte hat ein Sternchen dabei. Das heißt aber nicht, dass sie irgendwie intelligenter wäre. Was haben wir hier? Oliven. Es geht mediterran zu. Komm, wir gehen da mal hoch. Eumel, komm, wir gehen da mal hoch. Kommst du da hoch? Komm ich da hoch? Hallo? Ah, jetzt brauche ich meine ganze Energie. Komm du doch mal runter, Jung. Dann tragen wir das hier unten aus.
Was war das denn? Oh, der hält schon ein bisschen was aus, ja. Und der teilt auch ganz schön was aus. Aber... Oh, ich dachte, jetzt macht er irgendwie so ein Spinning-Ding irgendwie. Und heizt uns hier um. Was ich ja mal bräuchte, wäre sowas wie... Ja, wohl die Ausdauer regeneriert sich doch relativ flott, oder? Die Lebenspunkte. Ne, jetzt hängt er bei 42. Weil ich kann ja jetzt nichts essen, um Lebenspunkte zu regenerieren, weil dann sagt er mir, du hast schon volle Lebensenergie. Ah, die Schlange, die pull ich mal. Die wird schön gepullert. Habe ich das gerade wirklich gesagt? Oh mein Gott. Nein, es wird nicht gepullert. Oh Gott. So, komm, den machen wir auch noch weg hier, den Stache. Der hat nämlich keinen Stern, der Freund. Der ist nicht... Oh, au. Ich habe immer Angst, wenn er das macht zum Schluss. Boah, geil, ich hätte jetzt gerne noch... Ich würde jetzt gerne noch was anderes finden, aber ich kann mir vorstellen, dass du Kohle in dieser Region findest und die anderen Sachen vielleicht in einem anderen... In einem anderen Biom. In der Anderswelt. Irgendwie wird es voll spät dunkel, oder? Ich meine, es ist gut. Das kommt mir sehr gelegen. Tü-tü-tü. Oh, was ist das? Ui. Hallo, Gefahr. Oh, das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Alter Schwede, das ist ein Portal. Ich weiß nicht, wie ich da durch will. Hallo. Oh, der hat... Was hast du? Ja, 14. Alter, der hat mir noch Leben... Ja, haha. Also schön einen reingekriegt von meinem Eumel. Oh, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich muss hier mal weg. Ui, das tut weh. Ist doch was, Junge. Boah, das war knapp. So, jetzt komme ich aus dem Kampf, dann regeneriert. Aber er regeneriert dann halt nicht. Ein Zahn. Ich will da nicht reingehen, ich habe Angst. Ich hoffe, ich komme wieder raus. Ich will reingehen, aber irgendwie will ich auch nicht reingehen. Oh. Eumel, du kriegst gerade mal ein neues Programm. Erz abbauen. Beginn. Jetzt. Kupfererz. Richtig gut. So, komm, Eumel, jetzt gehen wir da mal rein. Ich habe überhaupt keine Lust. Also schon, aber irgendwie nicht. Aber wie kann ich Sachen... Ich kann ja nichts. Ach doch, kann ich doch. Ach so. Also, genau, hau den Trank mal weg. Aber... Man regeneriert da nicht wirklich. Also irgendwie muss es doch was geben. Mit dem ich regenerieren kann. Ah, Banane. Frucht, die eine kleine Menge HP wiederherstellt, ja. So, komm, Eumel. Ja, ich weiß, du hast nichts gefunden. Oh Gott, jetzt geht's los. Ach, du Grüne. Höhle der zerbrochenen Pixel. Stand da Pixel? Alter, ich habe keinen Bock weiterzugehen. Alter, das ist voll dunkel hier. Hallo. Hallo. Das ist voll... Nein! Eine fleischfressende Pflanze. Eumel, Mann, mach da nicht! Junge, wo läufst du hin? Bist du bescheuert? Ja, lass mich schön alleine. Ich muss dem Eumel das Programm erstmal abstellen. Au! Mm. Wo kommst du denn her? Bist du einmal im Kreis gelaufen oder was? So, es ist mal Schluss hier. Ja, bleib mal bitte hier. Hä, der kann nicht im Kreis gelaufen sein. Was ist das denn? Leuchtender Stein. Aufheben. Regenbogen. Was für ein Regenbogen? Gerüchten zu folgen, soll der Anblick eines Regenbogens die Konzentration steigern und das Spielerlebnis verbessern. Okay. Boah, Eumel, nicht durch die Mitte. Ja, genau, da geht's auch noch runter. Ich hätte gern noch mehr Licht. Ich hätte gern eine richtige Taschenlampe. Hallo? Oh, das ist natürlich gut. Ach, da bist du hin, ne? Ja. Ja, ja, okay, du hast das hier abgekloppt. Aber trotzdem, das mache ich dann lieber selber. Okay. Da kommen wir so nicht weiter. Boah, Eumel, wir müssen mehr Kupfer finden und eine bessere Rüstung bauen. So, machen wir mal die Tür auf. Ich habe Angst, dass sofort einer... Ja, genau. Los, Eumel, jetzt, er hat dich angegriffen. Mach ihn fertig. Ah, ich blocke immer viel zu spät. Leuchtender Stein grün. Ja, macht Sinn, weil er ist ja auch grün. Tü-tü-tü. Oh, Alter. Da ist ein Spawner. Oh, da sind Gegner. Kleine Baby-Goblins. Baby-Kobolde. Es
So, komm, komm, mein Freund. Komm, mein... Nee, oh, oh. Ey, das Ding spawnt Baby-Goblins. Nein, da ist eine fleischfressende Pflanze. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Komm, komm, komm. Raus, raus, raus. Ich habe keine Ausdauer mehr, aber raus, raus, raus. Ey, wir kriegen den Spawner nicht weg. Das ist natürlich problematisch. Ja, ich habe nur ein Pfeil. Ich habe gar keinen Pfeil mehr. Ja, es war klar. Es war so klar. Es war so klar. Warum habe ich das gemacht? Wo ist jetzt mein Stuff? Der liegt da oben wahrscheinlich, hoffentlich. Ja, der liegt da drin. Auf jeden Fall ist da ein Kreuz. Ja, das passt ganz gut, denn die Folge ist zu Ende. Ich werde da einmal hinstratzen, das holen und wieder zurückgehen. Und dann schauen wir nächste Folge mal, was wir mit den ganzen tollen Materialien anfangen können, die wir jetzt haben. Ich hoffe, ihr schaut da wieder zu. War auf jeden Fall sehr spannend. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.